Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14. Ich habe mich ein klein wenig abreagiert nach Urianga. Geschafft. Beide Elemente vereint beschworen. Und alles in Ordnung? Ja, wir sind hier im Kampf gegen Garuda und Ifrit. Wieder dabei sind natürlich Croissant, Kiki, Thales und meine persönliche Heilermieze, die, hast du meinen Namen vergessen? Ah ja, ein bisschen. Boah. Bin mal gespannt. Na ja, komm, ich wollte gerade sagen, wenn er die Aggro behält, darf er sie behalten. Lassen wir es einfach. Soll er sie doch nehmen. Ist mir Wurst. Ja, ich war hier noch nicht so oft drin, aber ich weiß, dass das hier fächerförmige AOEs sind, die von den Spikes kommen. Da sollte man ein bisschen aufpassen. Sturm der Zerstörung. Ja. Okay, einfach nur Gruppenschaden. Easy. Hier sollten jeweils immer zwei drin stehen. Jetzt standen wir mit ein paar mehr drin, das ist aber auch okay. Oh, Knockback, das ist was Schönes, das kann Leute töten. Und gleiches Spiel, immer zu zweit drin stehen, nie alleine. Und dann gleich wieder raus aus den AOEs. Müssen wir ein bisschen schauen. Wütender Sturm. Ist eine fächerförmige AOE, gut zu wissen. Sollte man auch nicht unbedingt überlappen. Ich gehe hier einfach mit nach Norden. Ist, glaube ich, nämlich hier jetzt gerade relativ egal, wer wo steht. Jetzt kommt eine AOE um sie nochmal rum. Das ist so, der Safe Spot ist klar. Und zwar da, wo die Feder am nächsten dran ist. Nochmal einen kleinen Zug ran. Die anderen explodieren nämlich dann im Anschluss. So. Und da kommt auch schon Ifrit. Wenn jetzt mal drei ist. Guck mal. Ob ich mit seiner Aggro mithalten kann. Aber ich glaube eher weniger. Wer ist denn hier Aichan? Achso. Der Dragoon, der mir auch noch sein Drachenauge gibt. Sehr freundlich. So. Da sollte man auch nicht zwischenstehen, weil Ifrit dann dorthin chargt. Und da kommt ein Tankbuster auf den guten. Und da legt es den Dancer in den Sand. So, einmal mal hin, weil er jetzt nämlich diese Kugel wegkickt. Ne, der Tank ist auf jeden Fall echt gut drauf. Muss man mal lobenswert hervorheben. So, und Zeit für Gifruda. Beziehungsweise Garuda. Nein, wir haben jetzt Garuda und Ifrit im Doppelpack. So, und hier vorne ist jetzt gleich safe. Also zwischen den Kugeln. Zip. Und weiter geht die Action. Au, okay. Das hat wehgetan.
Aber zum Glück stehe ich noch richtig bei den Sperren. Ich habe gerade die Tether nicht gesehen. Deswegen hat es mich gerade ein bisschen ausgenockt. So, es gibt nochmal ein extra Schild mit Clemens oben drauf. Zack. Und jetzt kommt Gifruda. Bei den Safe Spots muss man ein bisschen gucken. Es gibt immer zwei davon. Hier kommen jetzt noch eine Fächer-AOE. Muss man ein bisschen aufpassen. Und Flammenfaust. Ich glaube, das ist wieder der Tankbuster. Ah ne, ist das nicht. Das ist okay. Kiki steht schon in meiner Nähe. Das ist super nett. Na, schnell weg da. Fuck. Bin doch noch reingelaufen. Und Knockback. Ah, Drecksvieh. Okay, das sah ja sehr gut aus gerade. Der panisch da gerade eben der Dancer drum gelaufen ist, um einen Safe Spot zu suchen. Sehr niedlich. So, und da gibt es nochmal ein Schild von mir. Wenn schon, denn schon. Und wieder aufpassen bei der AOE. Und dann sprinte ich schnell mal eben kurz. Ah, fuck, was mache ich denn hier? Ich bin gerade so dermaßen mit dem Labern beschäftigt, dass ich echt gerade eben meine Verwegenheit ins Nichts fliegen lasse. Aber ich würde meinen, das schaffen, weil ich bewege mich jetzt hier mal nach vorne. Ich habe keinen Bock, wieder in seinem Charge zu stehen. So, ein Tankbuster auf und seinen Kumpel mit dem Co-Tank. Da hinten ist ein Safe-Spot, den nehmen wir uns mit. Und ich glaube fast, damit haben wir den Fight. 5% noch. Es gibt nicht mehr viel, was hier jetzt schief gehen könnte. Okay, Limit Break wird jetzt gezogen. Nochmal ein paar von den lustigen AOEs hier. Und dann Hammers. Geht doch. Ja. Der Tank bekommt von mir ein WS, der war gut. Oh, sehr schön. Und ich darf hier nochmal rein, weil ich die Brust nicht erhalten habe. Sehr, sehr schön. Ich versuche nämlich gerade die Brust zu sammeln. Das versuchte jedoch der Heiler anscheinend auch. Ich glaube, das war der Heiler. Na gut, und jetzt freuen wir uns wieder auf einen wundervollen Dialog mit den komischen Gestalten hier. Und mir graut es jetzt schon vor Orangé. Das war unglaublich. Ich hätte nie erwartet, dass sie sich so vereinen würden. Aber du hast sie trotzdem erledigt. Die Hauptsache ist wohl, dass wir der Wiederherstellung des Äthers in der großen Leere nun zwei Elemente näher gekommen sind. Lass uns nachsehen, welche Veränderungen sie bewirkt haben.
Ich bin auch so gespannt. Was nehmen wir denn? Schnelligkeit, Zaubertempo, Unwirksamkeit? Nö. Schnelligkeit. Ich nehme alles an Schnelligkeit mit. Brauchen wir eh nicht. Yay, es regnet und der Kristall ist bunt. Es hat wirklich funktioniert, genau wie Orianger gesagt hat. Es ist alles, was wir uns erhofft haben. In der Tat, unsere Bemühungen haben sich bezahlt gemacht. Ich frage mich, was passiert, wenn wir Eis wiederherstellen. Stimmt etwas nicht? Noch ein Element und dann was? Du wirst das Unmögliche erreicht haben, während ich noch immer nichts bin. Keine Erinnerung, keine Vergangenheit, keine Familie, nichts. Die Welt hat sich weitergedreht und mich zurückgelassen. Jeder, der mich kannte, ist entweder tot oder fort. Nun, allmächtiges Eden, du kannst diese kaputte Welt flicken, aber nicht die Erinnerung eines Mädchens wiederherstellen. Gib mir mein Leben zurück, verdammt nochmal. Es dürstet mich noch immer. Genug der Rätsel. Sag mir, wer ich bin. Ich bin... Gaia. Gaia, was ist mit dir? Ich verstehe nicht. Gaia, kannst du mich hören? Lass mich in Ruhe. Durch den prassenden Regen ertönte deine Stimme aus meinem Inneren. Noch lange nachdem der Regen sich verzogen hatte, hallte deine Stimme nach. Yay. Nee. Dieser Regenguss ist zwar genau das, was wir uns erhofft hatten, aber sich langsam durchnässen zu lassen, verliert dann doch recht schnell seinen Reiz. Außerdem scheint Gaia nicht so ganz auf der Höhe zu sein. Ich schlage vor, wir setzen dieses Unterfangen im Herzen von Eden fort. Was? Kein großes Labern? Gleich weiter? Ich glaube, ich bin im falschen Spiel. Kein Blabla. Oh, und da kommt der Typ wieder. Bevor wir aufbrechen, um Eiselement wiederherzustellen, würde ich gerne über die Vorgehensweise bei der bevorstehenden Beschwörung sprechen. Sag mir nur eins, wird dies die große Leere wieder so werden lassen, wie sie vor der Lichtflut war? Es kann zwar niemand mit Sicherheit sagen, doch die Veränderungen, die wir an den Ätherknoten beobachtet haben, gibt uns Grund, optimistisch zu sein. Wir können durchaus davon ausgehen, dass sich die große Leere weiter verändert,
verändern und in den kommenden Jahrzehnten allmählich wieder ihrem ursprünglichen Zustand annähern wird. Jahrzehnte? Ich glaube nicht, dass du das ganze Ausmaß des Schadens verstanden hast, den Lichtflut angerichtet hat. Sie hätte die ganze Welt verschlungen, wenn Minfia sie nicht gestoppt hätte. Auch wenn Rine ihren Segen geerbt hat, heilen derlei Wunden nicht über Nacht. Immerhin gab es in der großen Leere seit 100 Jahren kein Leben mehr. Und es könnte sogar noch länger dauern, das Leben zurückzubringen. Ich erwarte keine unmittelbaren Resultate, aber eins weiß ich. Die große Leere wird für immer im jetzigen Zustand bleiben, wenn wir nichts unternehmen. Der Ansicht bin ich auch. Erst wenn das letzte Element wiederhergestellt wurde, können wir erahnen, was die Zukunft für künftige Generationen bereithält. Ihr tut dies für eine Welt, die ihr womöglich selbst nie mehr erleben werdet? Während ich hier so mit meinen eigenen Problemen beschäftigt bin, dass ich kaum einen Gedanken an jeden anderen verschwende. Für so lange Zeit habe ich auf diese Stimme gehört, die mir sagt, was ich tun soll, wer ich bin. Ich hatte solche Angst, was passieren würde, wenn ich mich ihr widersetze. Doch ich möchte nicht länger so leben. Ich möchte ich sein. Wer bin ich? Was bin ich? Vielleicht ist es besser, wenn ich das nie herausfinde. Wenn Rine das Orakel des Lichts ist, das hier ist, um diese Welt, kaputte Welt zu heilen, was bedeutet das dann für mich? Gaia, das Orakel der Dunkelheit, Botin von Tod und Elend, ein Monster. Kein Wunder, dass sie mich verlassen haben, Mutter, Vater. Und als nächstes werdet ihr mich verlassen. Dann bin ich wieder da, wo ich immer war, allein. Gaia, macht das die Fee? Was ist? Hast du Angst, dass ich die Kontrolle verliere und all eure sorgfältig ausgeklügelten Pläne ruiniere? Nein, ich mache mir Sorgen um dich. Rine, ich gehe in die frische Luft, um den Kopf freizukriegen. Du tust einfach, was du tun musst, okay? Irgendwas stimmt nicht, da bin ich mir sicher. So viel ist klar. Falls sich ihr erster Besuch von Eden wiederholt, könnte sie ein paar ihrer Freunde aus dem Nichts mitbringen. Wenn du nach Gaia sehen könntest, werden Uri Angers und ich so lange bei Rine bleiben. Mein Name ist Gaia, das hast du gesagt, oder? Eden, die Lichtflut, was hat das alles zu bedeuten? Nein, das kann nicht sein. Hat sie darauf die ganze Zeit gewartet? Was ist das? Die Dunkelheit, die in dir weilt, Gaia. Die Brut des Lichts wird zu ihr gezogen, wie Motten zu einer Flamme. Erbärmlich, gedankenlos und bla. Sündenvertilger?
Dufte, Rene spürt Sündenvertilger. Was ist passiert? Versucht nicht, sie zu bekämpfen. Bring Gaia einfach wieder rein. Schnell! Okay, wir sind wieder zurück. Was ist mit ihr passiert? Darum können wir uns später noch Gedanken machen. Zunächst einmal müssen wir uns um diese Sündenvertilger kümmern. Dufte. Bitte wehre die Angreifer draußen ab. Ich werde Tankred damit beauftragen, hier drin Wache zu stehen. In der Zwischenzeit werde ich mich um Gaia kümmern. Yay! Und der dritte Teil. Ist das nicht wundervoll? Und damit endet diese Folge. Ohne viel Gelaber diesmal. Das Gelaber ging tatsächlich gar nicht so lange wie im letzten Teil. Das freut mich. Das freut mich wirklich sehr. Und ja, damit gucken wir mal, was passiert. Bis zur nächsten Folge Final Fantasy 14. Ich bin erstmal weg. Tschüss.